Sanfte Grüße, Bürger. Da bin ich wieder. Ich habe es jetzt geschafft, meinen Tank fertig zu lackieren. Jetzt ist er wieder schick. Im heutigen Video möchte ich mal, ja genau das, über meine lieben Mitverkehrsteilnehmer, Autofahrer. Ja, was geht eigentlich mit Autofahren? Ja, ach du Alter, ja genau das, ist genau das geht gerade wieder los. Ja. Ja, es geht nämlich genau darum, Saison hat begonnen und man sagt ja, okay, man muss aufpassen vor den Pkw-Fahrern. Die haben die Motorradfahrer noch nicht so auf dem Schirm. Da muss ich dagegen halten. Ich muss sagen, Pkw-Fahrer haben 365 Tage lang überhaupt nichts auf dem Schirm. Wenn du manchmal siehst, wie die da durch die Gegend stechen, das ist einfach eine Vollkatastrophe. Und dann möchte ich heute gerne mal das aufzählen, was mich an Pkw-Fahrern extrem nervt. Das geht zum einen schon mal los, wenn ich sehe, wie die in ihren Autos sitzen. Ne? Manche sitzen so drin, dass sie eigentlich direkt frontal auf ihr Lenkrad glotzen. Also die liegen quasi in dem Auto. Dann natürlich, wie gerade eben gesehen, bei dem Kollegen, immer schön die Hand auf 12 Uhr. Am besten noch eine richtig schöne, fette Uhr am Handgelenk, dass bei einem Unfall, wenn es den Airbag auslöst, dir das Ding richtig schön in deine Stirn einmassiert. Ja, Busfahrer sind auch, also die Krawattentracker sind auch so eine Spezies für sich. Ich liebe das ja vor allem, wenn man neben denen ist und plötzlich fahren die einfach nach links und setzen während sie schon losfahren erstmal einen Blinker. Und manchmal, wenn man halt sieht, wie die fahren und dabei denken, naja, Alter, du transportierst Menschen durch die Gegend, das ist schon ziemlich gruselig. Da wird halt auch mal gerne bei Rot über die Ampel gebrettert. Eins der größten Aufreger bei mir ist allerdings, ich nenne es immer das A5-Phänomen, aber das gibt es ja hier scheinbar mittlerweile überall in Deutschland. Du hast eine dreispurige Autobahn, rechts davon von LKWs, ich sage mal so mit Durchschnitt, sagen wir mal 85 km/h. Ja? So, jetzt hast du auf der mittleren Spur die PKWs, die fahren so, sagen wir mal 90, na sagen wir mal 90. Aber die bleiben stur auf der mittleren Spur und geben aber kein Gas, fahren nicht wirklich schneller wie die LKWs. Wahrscheinlich haben die ein Tempomat drin. Ne? So, jetzt könnte man denken, okay, du hast ja noch eine dritte Spur, jetzt könntest du wenigstens über die dritte Spur hier überholen. Ja, dort hast du aber immer noch solche Patienten, die fahren dann wahrscheinlich auch mit Tempomat an 100 oder vielleicht nur 110, wenn es gut läuft. Alter, da könnte ich ausflippen. Dann plötzlich merkst du, dass sie auf der mittleren Spur langsam schneller werden wie die auf der linken Spur. Und das zieht sich meistens über die komplette A5. Also mir fällt es halt meistens auf der A5 auf. Wenn du kurz vor Frankfurt bist, da ist das vier- oder fünfspurig, ja? Dann hast du rechte und linke Spur sind frei. Und dann fährt dort einer auf der dritten Spur komplett alleine. Vielleicht mit einer 100 oder so. Dann musst du dann, weil du fährst auf der rechten Spur. Du fährst aber vielleicht 120 oder 130. Dann musst du dann wegen dem Idioten vier Spuren da drüben wechseln, um den zu überholen. Absolut grauenhaft. Und dann kommt man in solche Situationen und dann ziehst du auf die linke Spur. Und dann kommt aber der Joachim angepfeffert mit seinem 911er, der die Kiste mal ordentlich ausfahren will. Zu Recht, wir sind in Deutschland. Und der muss das dann abschätzen, dass dann plötzlich einer mit 120 auf seine Spur zieht. Und dann darf er dann voll in die Ramme. Heikle Situation, muss ich sagen. Also das ist so einer der größten Aufreger bei mir. Aber da gibt es auch viele, viele andere. Das ist ja noch nicht fertig, Alter. Was ich extrem nervig finde, sind diese scheiß modernen PKWs. Mittlerweile kannst du von so einem scheiß PKW dann nicht mal mehr eine Glühbirne tauschen. Früher musstest du, wenn dein Auto eine Panne hat, beziehungsweise wenn deine Glühbirne ausfällt, musstest du selber eine Glühbirne tauschen können. Was ja auch kein Problem war. Du hattest eine kleine Kiste mit dem Auto drin, da war überall Glühobst drin. So, dann hast du vorne deine Motorhaube aufgemacht und hast die scheiß Birne getauscht. Bei manchen Autos, was weiß ich, so ein alter 1er, 2er Golf, ey, da konntest du dich quasi im Motorraum mit reinstellen und konntest da bequem arbeiten. Heute sind die Karren so verbaut, Alter, da brauchst du einen Kfz-Meistertitel, um überhaupt diese Birne wechseln zu können. Ich hatte einen BMW gehabt, da steht im Bedienhandbuch drin,
Da stand drin, am besten kommt man daran, indem man über den Radlauf, da ist eine Klappe und da kommt man daran. Ja gut, jetzt könntest du natürlich irgendwie das Rad einschlagen. Da muss man sagen, ich hatte damals vorne 235er Reifen drauf. Das war schon alles ziemlich breit. Also wo, und dann war das Ding noch tiefer gelegt. Wo willst du da mit deiner Hand rein? Also da brauchst du Kinderhände oder so. Ja, am besten du baust das Rad komplett ab. Wo wir ja wieder beim Thema sind, mal eben schnell eine Birne tauschen. Ja? Also kannst du noch einen Wagenheber ansetzen, kannst du das Rad abmachen, Schrauben raus. Dann machst du die Klappe auf. Und dann sollst du reingreifen und dann kommst du da vorne an die Birne. Ja, der Weg ist aber, sag ich mal, 30 cm. Da kommst du mit deinen Fingerspitzen vielleicht gerade so da, wo die Birne ist. Wie willst du da noch die Birne da rausdrehen? Keine Chance. Von oben kommst du überhaupt nicht ran. Du kannst deinen Luftfilterkasten, alles Mögliche ausbauen. Also du brichst dir einen ab. Also danach sehen deine Hände aus, als hättest du einen Fleischwolf gepackt. Und man geht natürlich meistens eine Birne kaputt, natürlich im Dunkeln. Jetzt versuchen wir im Dunkeln so ein Kunststückchen zu vollführen. Ja, wenn wir da schon bei modernen PKWs sind oder so, was mich halt extrem nervt, sind diese scheiß automatisches Fernlicht-Gedöns. Wenn da eine Leitplanke dazwischen ist, erkennt er das nicht, dass da auf der anderen Seite jemand geblendet wird. Und deswegen blendet das Scheißding nicht ab. Das ist eine Vollkatastrophe. Warum sowas zugelassen wird, ist für mich absolut unverständlich. Seid ihr einfach zu blöd mit eurer Hand, einfach diesen Hebel zu ziehen und auszuschalten? Die Leute, die sowas benutzen, komischerweise Lichthupe geben, das geht ganz einfach, ne? Dabei drängeln geht immer. Es gibt sehr viele Unsitten, die Pkw-Fahrer machen. Was mir öfters auffällt, ist aber vor allen Dingen meistens bei den Mädels zu sehen. Die sitzen in ihrem Auto. Ich denke immer jedes Mal, die fressen gerade ein Brot oder so. Aber nein, die halten ihr scheiß Handy so davor. Die quatschen dann in ihre Ladebuchse rein. Alter, konzentriert euch auf das Autofahren, Mann. Scheiß Handy rumgespielt. Die meisten Business-Typen fahren mit dicken BMWs, Audis, Mercedes und haben jedes Mal ein Handy am Ohr. Ich denke, Alter, ihr habt ein scheiß modernes Auto. Oder seid ihr einfach zu blöd, euer Auto mit der Freisprechanrichtung zu koppeln? Was ich auch toll finde bei Pkw-Fahrern, sieht man auch öfters, wenn da ein Blitzer kommt. Zum Beispiel, weil das nicht Südtangente oder so, da ist 80 erlaubt, da steht ein fester Blitzer. Die Leute sehen den Blitzer, fahren dann schon nur noch so 75, 70 und gehen trotzdem noch voll in die Ramme. Aber da kommen wir mal zu unserer älteren Fraktion. Ja, ich habe seit 100 Jahren meinen Führerschein, du kannst mir gar nichts erzählen. Da kommt auch so eine Endzeit-Moräne angewackelt. Kann schon kaum laufen, hält sich am besten noch an der Dachreling von seinem Auto fest, zieht sich dann Richtung Fahrerseite, öffnet die Tür, wuchtet sich ins Auto rein, wo man denkt, der kann kaum laufen. Jetzt steigt er in ein Auto ein und fährt damit rum. Also Vollkatastrophe. Und dann geht's los. Und dann fahren die durch die Gegend. Also das ist für mich, das sind potenzielle Terroristen, Alter. Also ich wäre dafür. Ich weiß, da werden einige übelst aufschreien, dass jeder Führerscheininhaber, egal was es ist, ob das Moped ist oder Auto oder Bus oder sonst irgendwas, dass du alle 5 Jahre eine ärztliche Untersuchung machen musst, einen Sehtest und mindestens eine Theoriestunde in der Fahrschule, weil es kommen ja immer wieder neue Gesetze und neue Änderungen im Straßenverkehr. Es ist ja immer mal nicht schlecht, wenn man sich da aufrichten lässt. Und dann eine Stunde Fahrpraxis zur Überprüfung, ob die Leute überhaupt noch in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen. Ja. Ich finde, das sollte man jeden Führerscheininhaber verpflichten zu, um sowas zu machen. Alle 5 Jahre bin ich voll dafür. Schicke Mütze aus der Aufkeule. Du auch, Wahnsinn. Sind das die Zwerge oder was? Alter Vater. Ja. Die liebe ich ja auch, Radfahrer. Ich glaube, da muss ich auch mal ein Video drüber machen. Ich würde sagen, das war's für heute. Habt euch alle lieb.
Und vergesst nicht, den Video ein Däumchen da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in alter Frische wieder. Bis dahin, Rinjauen. Raindrop. Drop.